Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Neuer Tag, neues Glück oder so ähnlich. Und ich war mal wieder einkaufen. Der eine oder andere sieht es vielleicht schon. Wir haben erstens den Lemar gekauft, die Inform, linke Inform-Spieler. Mal schauen, ob der besser als Ntep ist oder sich besser anfühlt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ist ja auch deutlich leichter, sage ich schon, deutlich langsamer als Ntep. Aber hat dafür ein paar andere Werte, die besser sind. Deswegen, ja, wollte ich ihn gerne mal testen. Ist halt auch einfach eine Inform. Und naja, Informs teste ich einfach gern. Und damit er aber überhaupt konkurrenzfähig ist gegenüber Hinter, braucht er auf jeden Fall mehr Pace. Und die bekommen wir mit. Was? Ich dachte eigentlich, ich hätte mir schon einen Catalyst gekauft, was Tempo und Pass boostet. Aber wie es aussieht, habe ich das noch nicht gemacht. Also kaufen wir jetzt ein. Gestern Nacht war er bei 2600, der Chemistry Style. Ich bin gespannt, ob der jetzt weniger wert ist, mehr, wie auch immer. Ich hoffe natürlich, er ist jetzt billiger. Oh, 2,6. Ja, er ist preiswerter geworden. Da hat es sich auch gelohnt, die nicht zu kaufen. 2,5, 2,4. Oh, 2,3. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ja. Da haben wir ein kleines Schnäppchen gemacht. Ich glaube, 2,4 oder 2,5 wäre das billigste gewesen. Ja, 2,5 wäre das billigste gewesen. Nachdem. Und dann geben wir dem jetzt mal den Spielstil. Weil Artist verbessert Pass und Dribbling. Das ist zwar auch schön und gut, aber er hat nur 82 Tempo. Und ich habe halt gemerkt, dass ich schon auf der LM-Position gerne mal über links oder gerne mal überlaufe. Und dann braucht man einfach das Tempo. Deswegen geben wir ihm Catalyst. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er besser ist, aber ich will einfach testen. Und wenn doch, dann ist es geil. Dann haben wir eine weitere Info im Team. So, was wollen wir jetzt noch machen? Ah ja, ich habe mir dann den Stürmer Player geholt. Dadurch, dass Braithwaite ja leider in letzter Zeit überhaupt nicht mehr wirklich geil was gemacht hat. Und ich glaube, das liegt teilweise einfach daran, dass er nicht mehr so richtig zu den Gegnern passt. Also vorher hatten wir halt mehr Gegner, die offensiver gestanden haben, wo Braithwaite auch mal ein bisschen mehr Platz hatte, sich ein bisschen im Tempo durchdribbeln konnte. Das geht aber nicht mehr, weil die Gegner einfach jetzt alle viel zu defensiv spielen im Normalfall. Und deswegen kann er seine Stärken nicht mehr ausspielen. Deswegen habe ich gedacht, Player ist ein anderer Spielertyp, ist nicht der langsamste, aber hat vor allem einen sehr guten Schuss mit 85 und kann sich da vielleicht besser durchsetzen. Und dann ist mir eingefallen, Paxi, bist du voll Idiot. Also er hat auch nur ganz wenig gekostet, 15.500. Das heißt, selbst wenn ich den jetzt nicht brauche, ist das egal, weil er halt preiswert war. Und ich ihn vielleicht sogar später noch mit Gewinn verkaufen kann. Dann habe ich so gedacht, Paxi, bist du voll Idiot. Du hast doch eigentlich den besten Stürmer von der Liga A, was den Abschluss angeht, im Team. Warum testest du den nicht einfach nochmal? Zumal Inform Cavani ja, also ich hatte ihn nicht im Team, ich habe ihn im Verein, zumal Inform Cavani ja am Anfang wirklich super krasse Tore geschossen hat. Und aus diesem Grund würde ich sagen, testen wir einfach nochmal Inform Cavani, weil ich glaube, dass der Spielertyp Inform Cavani besser zu den Gegnern passt, die wir momentan bekommen, als Braithwaite, der am Anfang mega abgegangen ist und jetzt dann doch abgebaut hat. 36 Spiele und 22 Scorerpunkte, nicht so schlecht, aber in letzter Zeit war das auf jeden Fall vom Verhältnis schlechter. Er hat am Anfang mega viele gemacht und Cavani 37 Spiele. Und ja, 32 Scorer-Punkte, das ist halt besser eigentlich. Deswegen dachte ich, ja, komm, Paxi, du Trottel, teste den doch einfach mal. Vielleicht, ne, vielleicht passt er jetzt wieder gut in dein Spielstil rein. Ich habe mich ja auch ein bisschen geändert und verbessert, hoffe ich. Gerade was die Schusskraft angeht. Aber was für ein Team. Wir haben nur noch drei Spieler, die keine Informs sind. Oh mein Gott. Egal, wir werden jetzt auch direkt ein Spiel machen mit denen. Irgendwas vergessen? Nö, ne? Cavani hat noch Hawk. Ich bin ja fast der Meinung, dass ich wahrscheinlich mit was? Maestro? Nee, Moment. Was? Nee, Maestro ist das, was die haben. Wie hieß denn gleich der Champions League Style, den ich vorher bei, den hat er jetzt, glaube ich, Hernandez. Moment. Bis wir gleich. Bis wir gleich. Bis wir gleich. Marksman, genau. Ich glaube, dass Marksman besser zu ihm passt, weil ich brauche das Tempo eigentlich gar nicht. Und Marksman boostet halt nicht Tempo, Schuss, Physis, sondern Schuss, Dribbling, Physis.
Und ich glaube, das würde besser passen zu mir. Aber ich will ihn jetzt erstmal mit Hawk testen. Wenn ich halt merke, okay, wir spielen jetzt 10 Spiele mit ihm so gesponnen und er schießt kein einziges Tor, dann kann ich ihm es halt auch schenken. Und brauche ihm nicht nochmal den Champions League 2 Marksman zu geben. Wenn ich merke, okay, es funktioniert, aber seine Pace kann ich eh nie ausspielen, weil die Gegner zu defensiv dafür spielen, dann würde ich wahrscheinlich Marksman nehmen. Und wenn ich merke, okay, der Champions League Style passt perfekt, ich kann auch seine Pace ausspielen, dann lasse ich ihn einfach so. Wichtig ist mir halt vor allem, dass Schuss und Physis gestärkt werden, damit er halt körperlich noch ein bisschen robuster ist, einen besseren Stärkewert hat, sich besser am Ball durchsetzt, nicht so leicht von den Gegnern abgedrängt wird. Und Schuss, er hat halt eigentlich schon einen mega geilen Schuss, ne? Er hat ja 86 Schusswert auf der Karre stehen, aber er hat dann halt einfach nahezu überall bei den Schusswerten 99 stehen, wenn man ihn noch boostet. Deswegen fände ich das schon ganz geil. Und es gibt ja im Endeffekt nichts anderes, was noch interessant ist für einen Stürmer. Also es gibt ja eigentlich nur Schuss, Physis. Oh, kriege ich mal einen Spieler, wo das nicht passiert? Schuss, Physis, Tempo und Dribbling. Das sind meiner Meinung nach die vier wichtigsten Stats für einen Stürmer. Okay, ich habe gemerkt, dass Pass auch interessant sein kann. Aber das sollte halt eigentlich nicht das Hauptargument sein, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt einen Champions League-Style, der Pass noch mit steigert. Och, ey, ich dreh durch. Was ist denn hier los? Nochmal raus. Es ist auf gar nicht immer der gleiche Gegner, denke ich mal, bei dem das passiert. Und jetzt haben wir den Champions League Style, der Schuss, also Hawk, der Schuss, Physis und Tempo steigert. Und der andere, der drei Werte steigert, ist dann halt eben Marksman mit Schuss, Dribbling und Physis. Ich könnte dann nur noch zwischen diesen drei, zwischen diesen fiesen vier Werten variieren, indem ich sage, ich booste jetzt nur zwei Werte und die dafür massiver, also zum Beispiel Dribbling und Physis, falls es das gibt, oder Schuss und Tempo, aber das macht für mich keinen Sinn. Und jetzt nur, weiß ich nicht, Physis und Dribbling zu boosten, das gibt's glaube ich auch gar nicht als Champions League Style. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das gibt's gar nicht. Ja, ich würde jetzt schon gerne mal zocken. Ich nehme jetzt schon wieder fast 10 Minuten auf hier. Richtig geil. Cavani, Info um Cavani macht natürlich auch viel mehr Eindruck im. Ja, bitte komm, komm, bitte. Ja, endlich. Info um Cavani macht natürlich auch deutlich mehr Eindruck im Sturm auf den Gegner, denke ich, als dass dieser Info um Braithwaite macht. Ich meine, im Endeffekt zählen nur Tore. Oh, Liga A und Bundesliga. Das ist ja quasi ein Hommage an meine beiden Teams. Ach nee, Quatsch. Er hat unten links sogar noch einen Spieler von Arsenal drin. Das müsste, na, wie heißt der gleich? Mir fällt der Name nicht ein. Ihr wisst, wen ich meine. Ihr kennt ihn. Und rechts hat er Weise als Verteidiger. Aber ich glaube, der kommt nicht auf volle Chemie. Der Innenverteidiger. Mir fällt der Name noch ein oder wir lesen seinen Namen. Aber er kommt nicht auf volle Chemie. Meiner Meinung nach. Er hatte nur eine normale, nee, zwei normale Verbindungslinien. Also keine grünen. Dürfte eigentlich dann dementsprechend. Achso ja, bei Cavani müssen wir dran denken, er ist Rechtsfuß und hat nur drei Sterne auf den linken. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist nicht so krass beidfüßig, wobei ich glaube, ich habe auch viele Tore mit seinem linken Fuß geschossen gehabt. Der war da nicht so, dass er. Bei Volland war das ja so, dass ich eher das Gefühl hatte. Oh, mein linker Daumen ist gerade ein bisschen schmierig. Ich weiß nicht so richtig wieso. Moment, ich muss mal kurz. Oh, Scheiße. Mal kurz Pause drücken. Was ist denn da los? Ich habe eigentlich nichts Fettiges gegessen oder so, aber ich merke gerade, dass ich so leicht vom linken Stick abrutsche. Habe ich hier ein bisschen Wasser? Ja. Nochmal ganz schnell Wasser aus der Flasche. So, Trick, um Finger sauber zu machen. Man nimmt einen Schluck Wasser in den Mund, schiebt seinen Finger rein in den Mund. Dann wird er nämlich nass und dann wischt man ihm beim Taschentuch ab. Ich hoffe mal, das hat jetzt schon geholfen. Ich weiß auch nicht, komisch. Ich wasch mir auch meistens, wo ich sehe auch, dass irgendwas drauf ist auf dem linken Stick. Moment mal, das muss ich auch abwischen. Ich wasche mir auch meistens vorher nochmal mit Seife die Hände, bevor ich zock, damit ich halt nicht so fettige Finger habe. Also man hat halt immer fettige Finger, wenn man sich die nicht gerade gewaschen hat, aufgrund der Tatsache, dass die Haut eben fettet. Das versuche ich damit zu unterbinden, dass. Sehr schön. Kurz konzentrieren. Cavani auch Kopfball stärker als Braithwaite. Das kann man auch mal dazu sagen. Das heißt, ich habe ja eigentlich mit Hernandez und Cavani zwei Spieler, die Kopfbälle können. Hernandez hat zwar auch schon seit Ewigkeiten keinen mehr gemacht. Aber das will ja nichts heißen. Cavani ist halt ein Tick größer als Hernandez, glaube ich. Deswegen sollte der noch
Kopfball gefährlicher sein. Was macht er denn? Oh nein! Oh Gott, ich habe den Ball nicht gesehen und habe gedacht, dass Ricardo den Ball hat und wollte ihn auf Rosicky spielen, aber Rosicky hatte den Ball schon. Scheiße, das war natürlich blöd. Dazu sage ich nichts. Ist halt, ja, so ein Tor kann immer mal passieren. Ich meine, er dreht sich da einfach einmal, weil er nicht durchgekommen ist durch meine Abwehr, schießt halt und dann ist das Ding halt drin. Was soll ich da machen? Schönes Tor von Gomez. War nicht rausgespielt, aber solche Tore, die schießt halt auch ab und zu mal, von daher. Die kann man halt nur sehr, sehr schwer verteidigen. Man muss halt versuchen, vorher den Ball abzunehmen, aber man kann halt logischerweise, wenn der Gegner anständig spielt, nicht immer den Ball vorher abnehmen. Wenn es so einfach wäre, würde man ja jedes Spiel gewinnen. Oder zumindest immer zu Null spielen. Gegner spielt auch gut bisher. Ich anscheinend nicht. Okay. Was ist da denn los? Was passiert da gerade? Warum kann er sich so einfach durchkombinieren? Oh, was ist denn hier los? Dann war auch was? Das war ein Foul von mir? Aber wieso denn? Ich hab doch einen Ball geführt. Wie kann es denn ein Foul von mir sein? Sehr schön von Kulu. Schöner Pass auf Lemar. Ach, da ist er direkt mal am Ball. Ach, da hat er Glück. Ja, wir haben noch Zeit, zwei Tore zu machen. Ich versuche mich hier mal ein bisschen zu konzentrieren. Kavea ist jetzt nicht der Allerschnellste. Deswegen hat er wahrscheinlich auch abgebrochen. Ist halt schon irgendwie peinlich, mit so einem Team hier 2-0 hinten zu liegen. Vor allem, ich meine, okay, das erste Tor war halt einfach Bums, da kann ich nichts machen. Aber das zweite Tor hat er sich einfach viel zu gut durchkombinieren können. Aber er spielt halt auch einfach nicht schlecht, ne? Tackelt die Bälle gut raus. Hat den überlegten Angriff. Ich habe noch keinen einzigen Abschluss gehabt. Aber wenn man solche Fehler macht, dann darf man sich eigentlich auch nicht beschweren, würde ich sagen. Abseits. Wenn man solche Fehler macht, darf man sich, denke ich, nicht beschweren. Aber trotzdem ist hier noch. Ah! Ecke, ich dachte schon, wir wären zuletzt dran gewesen. So, mit Cavani haben wir jetzt, wie gesagt, auch einen Kopfballsteigerin. Deswegen macht es auch wieder mehr Sinn, da jetzt hier kurz hinzuspielen. Schade. Bender ist nicht schnell, das ist schon mal gut. Halt auch kein Pacer-Spieler, ne? Muss man auch mal sagen. Überhaupt gar keine pacigen Spieler im Team. Er spielt ja mit zwei Stürmern. Ich habe halt echt schon jetzt häufiger mal überlegt, ob es vielleicht wirklich mehr Sinn macht, mit zwei Stürmern zu spielen. Aber eigentlich habe ich keinen Bock, eine neue Formation auszuprobieren. Cavani spielt auch irgendwie bessere Pässe als Braithwaite. Ich weiß gar nicht, ob der sogar einen besseren Passwert hat. Das kann natürlich sein. So, Lemar.
Also ich will jetzt vor allem kein weiteres Tor vom Gegner fressen und am besten wenigstens eins schießen. Also ich weiß, dass es für mich ultra schwer ist, ein 2-0 wieder aufzuholen, weil ich nicht so viele Tore schieße. Aber wenn ich jetzt hier noch eins schießen würde und kein weiteres fress, wäre ich eigentlich schon zufrieden. Das lief halt sehr unglücklich los, dieses Spiel. Das kann halt immer mal passieren, denke ich. Ich weiß wieder nicht, was ich machen sollte. Stand halt einfach schon wieder zu gut. Er kann sich halt auch erlauben, jetzt einfach defensiv zu spielen. Das ist das Problem. Schlechter Pass von Diarra. Aber es war eine gute Flanke und Cavani war zumindest im Bereich. Oh, schade, dieser Fehlpass wäre geil gekommen. Wir haben kein einziges Mal geschossen. Das ist spricht für uns. Wir sagen, wir gehen mal auf hoher Druck, versuchen mal irgendwas zu ändern. Ah, Menez, das ist ein zweiter Stürmer, glaube ich, und der müsste schneller sein als, also was heißt, der müsste, der ist schneller als Gomez. Ist aber auch keine Pace, oder ist halt ein schnellerer Stürmer, aber hat auch keine 90 oder so. Da lässt sich Cavani geil durch. Keine Ahnung, ob ich das mit Braithwaite. Schade. So hinbekommen hätte. Hat sich schön dribbeln lassen. Ja, er wollte bestimmt auf den unten spielen. Keine Ahnung, warum er nach oben spielt. Oh nein, es war doch kein Pass. Es war doch kein Pass. Fuck. War da einfach nur rausgespitzelt. Oh, schlechter Pass, schlechter Pass. Also, wir kommen immer noch nicht zum Abschluss. Er dribbelt sich hier teilweise viel zu einfach durch. Ich glaube, ich gehe zu aggressiv drauf gerade. Alter, was mache ich denn für krasse Fehlpässe? Also der Gegner für die absolut verdient, immer noch nicht geschossen. Hat er fast das 3-0 gehabt. Ganz, ganz schlechte Vorstellung von mir, ganz schwach. Schön, wie er mich da blockt, ist ein Foul, aber egal. Komm schon, mach auf, Paxis. Also. Oh, der antizipiert halt einfach alles. Macht wirklich überhaupt keinen Fehler. Dribbelt gut, hat halt auch Platz. Dadurch, dass ich recht offensiv spiele jetzt, hat halt einfach Platz zum Dribbeln. Was ich halt nicht habe, wie man sieht. Selbst von hinten bekommen da die Bälle rausgespitzelt. Hab noch kein einziges Mal geschossen, ey. Es ist so peinlich. Ich war durch mit Budebu. Oh, und dann passiert auch wieder so ein Scheiß.
Was? Komm, schieß das vierte, das dritte. Keine Ahnung, was da meine Verteidigung gerade gemacht hat. Ich frage mich gerade, ob ich zu langsam im Kopf bin oder ob wieder alles einfach zusammenkommt. Ich glaube, es kommt einfach gerade wieder alles zusammen. Ich spiele auf sehr offensiv und es stehen gefühlt 20 Gegner gegen 3 von mir. Wo sind denn die restlichen von mir? Oh, geiles Tor von Verratti. Erster Schuss, erstes Tor. Oh, das wollte ich, dass ich kein weiteres Tor fress und wenigstens eins schieß. Und der erste Schuss war direkt drinne. Schön mal ans Alu und dann rein. Wunderschönes Tor. Geil. Ich freue mich auch, wenn ich das Spiel trotzdem verlieren werde. Nice. Ah, oh, da hat sich Verratti schön durchgesetzt. Und das war natürlich ein krasser Schuss, unhaltbar ins lange Eck. Wunderschön. Und glaube ich Vorlage von, nee, was heißt glaube ich Vorlage von Cavani. Okay, danke. Also wir haben immer noch Chancen, ein 2-2 draus zu machen. Ein unverdientes logischerweise, aber ein 2-2 halt. Warum nicht? Geh mal auf totaler Angriff, ist ja egal, ob ich jetzt 3-1 verliere oder vielleicht noch ein zweites Schieß. Mann! Was ist denn los mit mir? Oh, das sollte auf Cavani gehen, der Pass. Fuck. Ratti. Oh! Foul! Hallo! Was sowas von ein Foul? Oh Gott! Den hatte ich meiner Meinung nach gut aufgezogen, aber er fängt ihn, also kann er nicht gut gewesen sein. Dann hat er wieder Glück. Jetzt macht er halt auch mehr Fehler, jetzt wird er unruhig. Aber können halt leider die Fehler nicht ausnutzen. Keinen Druck dahinter bekommen. Scheiße, jetzt fangen wir an mitzuspielen. Jetzt fangen wir an mitzuspielen am Ende oder was? Das war ein Foul. Oh, Alu! Aus der Situation ein Alu-Treffer ist krass, aber es war trotzdem ein Foul vorher. Noch ein Alu-Treffer. Oh Gott, wäre das geil gewesen, da ein 2-2. Also der Gegner gewinnt natürlich absolut verdient. Deswegen ist das absolut okay. Keine Ahnung, wir haben nicht gut gespielt. Aber Vorlagen Cavani und Tor Verratti. Und ja, Cavani hat sich jetzt ehrlich gesagt in dem Spiel besser angefühlt als Braithwaite. Aber ich habe ja gesagt, es kann einfach sein, dass das vorher daran lag, dass ich mehr Platz hatte mit Braithwaite und mit Platz sich dann vielleicht gerade im Sprint mit Braithwaite besser dribbeln lässt und Cavani halt eher für die wuseligen Spiele gedacht ist. Müssen wir mal schauen. Also, wenn er sich weiter so spielt, dann würde ich auf jeden Fall wieder Cavani spielen und nicht mehr Braithwaite. So, verbleibende Spiele, noch 3. Wir haben 9 Punkte. Also, wir brauchen erstmal einen Punkt, ganz, ganz wichtig, um wenigstens die Klasse zu halten. Über Aufstieg denke ich erstmal gar nicht mehr nach. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ach ja, und dieser Le Mans war okay, aber ich konnte ihn noch bisher nicht ausführlich genug spielen, sage ich mal, um jetzt zu sagen, ob der jetzt besser oder schlechter war als Ntep, aber wir machen dann, denke ich, noch ein Spiel mit, in der nächsten Aufnahme noch ein, ja, wir machen noch ein Spiel mit der Ligue A, ich gebe aber mal den Le Mans eine Fitnesskarte, weil er unter 90 ist. Ach, wobei, ich glaube, das können wir doch schenken, 87 sollte auch noch gehen. Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter, also dann Daumen nach oben, tschüss.